Hallo Leute, heute geht es mal um einen absoluten Liebling von mir. Es geht um diesen Mann. Den super coolen Clawful. Leider fehlt bei mir die Rüstung. Ist ja mein Vintage. Funktionieren tut er. Den hatte ich mir damals beim Stäuble gekauft. Ne, beim Schärf. Das war bei uns in der Wagnergasse. Beim Kindergarten in Treysa. Da gab es den Spielzeugladen Schärf. Der hatte auch Sportklamotten und so und Fußbälle. Der hat auch Vereine unterstützt. Also der war aktiv hier in der Schwalm. Und Angelzeug hat er auch gehabt. Also so ein cooler Laden. Und da gab es auch Masters. Und da habe ich mir den ausgesucht. Und in Kassel. Nee, das war gleichzeitig. Dann habe ich ihn doch nicht beim Stäuble gekauft. Da habe ich mir den Whiplash gekauft und ihn zusammen. Das muss so Ostern gewesen sein. Also ich weiß hundertprozentig, dass ich mir die beiden aussuchen durfte. Den Whiplash von meinen Eltern und dann habe ich schon gedacht, boah, cooler kann es nicht werden. Und dann hat meine Oma gesagt, nimm die noch einen mit. Und das war er hier. Leider, leider ist die Rüstung weg. Das tut mir so leid. Ich habe ja das Beil oder die Axt oder wie man das nennen will, ist ja keine Axt, ist ja so ein Morgenstern oder so mittelalterlicher Prügel halt. Und ich finde den so, so cool. Heute finde ich ihn immer noch super cool. Und der hat ja einen Hüftschwung, das war ja super. Nur halt die Rüstung fehlt. Er sieht noch, für das Alter sieht er noch tippitoppi aus. Und bei uns gab es so Spezialisten und da mussten wir so Striche oder Kreuze unter die Füße machen und an den Armen auch. Hier ist noch ein roter Strich. Weil die Spezialisten haben sich das waren meine Schätze. So, und da ging gar nichts drüber. Die habe ich gehegt und gepflegt und keiner durfte damit spielen. Und wenn ich kurz im Kindergarten mal weggeguckt habe, zack, haben sie ausgetauscht gegen ihre verschrappte. Und was soll ich da sagen? Ich wollte keine Petze sein und dann bin ich auf den Figuren sitzen geblieben. So, das habe ich einmal mitgemacht und dann hat meine Mutter gesagt, da machen wir das so. Und unter den Füßen hat es mich überhaupt nicht gestört. Und das hier war dann halt eine Narbe, eine blutende Narbe. Ja, und hier ist die Origins-Version von 2022. Hier der Clawful, super fette Figur, also Warrior with the Grip of Evil. Make his dreadful claw grab and hold. Hier sieht man ja, ist ja eine Ami-Karte, dieses Retro-Play. Und dann diese schöne Figur. Also ich kann mich nicht entscheiden, ist er cooler mit seinem Zunenmund oder ist das cooler mit den extra Zähnen, die man da sieht. Er hat ja hier noch klitzekleine Zähne. Hier oben, seht ihr das? Die kleinen weißen Punkte. Oh, es fokussiert gerade nicht. Nee, er will nicht. Aber eine super, super schöne Figur. Ich habe mich so gefreut, als sie die vorgestellt haben. Das Comic kenne ich überhaupt noch nicht. Und hier ist die Rückkarte, also einfach nur grandios. Und da meine beiden Figuren, die ich gleichzeitig gekauft habe. Whiplash und Clawful. Ich habe damals total auf Eidechsen und Fische und so. Ich habe ja auch einen Angelschein und hatte mehrere Aquarien. Habe jetzt immer noch eins, aber das ist ausgelaufen. Da hatte ich Garnelen drinne. Und die waren dann irgendwann so von Inzucht bedroht, dass ich das aufgegeben habe bis zur letzten Garnele. Und jetzt lasse ich es erstmal stehen, damit das Wasser wieder sich akklimatisiert. Und beim Angler oder Aquarianer sagt man, das Wasser muss lebendig werden. Da müssen sich Mikroorganismen im Filter bilden und all so eine Sachen. Und dann kann man wieder neue Tiere einsetzen. Und da bin ich gerade dabei. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich so ein Masters of the Universe Aquarium mache mit Garnelen drinne und nee, keine Fische, nur Garnelen
Und dann hier den Clawful, den Merman, Whiplash, alles was so ungefähr unter Wasser leben könnte. Fände ich super cool. Hier, wer das lesen will, mache ich mal kurz. Hat ja auch nicht jeder eine Ami-Karte. Hier wird so ein Action-Feature gezeigt. Oh, und das ging früher nicht. Press the Mace, also die Keule, into the other claw. Also das ging nicht. Also das weiß ich ganz genau, weil ich es ja erst vor kurzem probiert habe. Wenn man die hier abmacht, du kannst die nicht hier reinklemmen. Geht nicht. Es hält nicht. Nee, es hält. Geht zwar rein. Nee, es geht auch gar nicht rein. So, wenn du das jetzt richtig runterdrückst. Nee, das hält nicht. So, guck, und dann hält das so ungefähr. Aber wenn du da richtig mit spielst, ist es ab. Deswegen mache ich es immer so. Und ich habe jetzt beim lieben Tobi von Motodad den Cobra Khan, den Camouflago Cobra Khan, ihn hier in echt, also als Vintage-Figur, mir das Video nochmal angeguckt, und der ist so, so cool. Der hat Gold Parts am ganzen Körper, der glitzert golden am ganzen Körper, der ist einfach wunderschön. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, müsst ihr das unbedingt gucken. Ja, was gibt's noch zu Clawful zu sagen? Wir haben uns gleich zwei gekauft. Einen will ich auspacken. So, 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 so cool. Aber ich kann mich gar nicht entscheiden. Manche nehmen ja diesen Kopf. Das ist ja ein Gummikopf. Oh nee, ein Hartkopf. Nee, ein Gummikopf. Kann man zusammendrücken. Und füllen hier ein Filament rein, irgendein Plastik oder sowas, und dann machen sie ein Magnet von innen rein, und dann oder sie drücken den Pömpel, der hier innen drinne ist, wo der Kopf drauf ist, so rein, dass sich das ein bisschen umschließt, und wenn es dann hart ist, kannst du den Kopf hier als Wechselkopf für den Clawful nehmen. Aber da ist mir meiner wirklich, wirklich viel zu schade. Vor allen Dingen ist es eine super Erinnerung an meine Großeltern, die leider schon verstorben sind. Und deswegen wollte ich den auch nie weggeben. Nur leider, ich habe keine Rüstung, und das trübt das ganze Erlebnis, weil der hat ja hier hinten richtige Zacken auf der Wirbelsäule. Das kann man jetzt nicht sehen. Doch, da. Richtige Zacken auf der Wirbelsäule. Richtig, richtig cool. Er ist auf die Rüstung geprägt. Und er hat diese Noppen hier oben, die fehlen komplett. Hier waren Noppen und da waren Noppen, genauso wie hier unten. Diese Laschen. Ja, die fehlen jetzt bei dem komplett. Wahrscheinlich ist das wieder so eine gummiartige Substanz, aus dem der neue Panzer hier gemacht wurde. Naja, dann sagt mir, wie ihr Clawful findet. Fandet ihr den früher schon super? Oder findet ihr den jetzt erst cool, wenn der in der Origins-Version? Oder gefällt er euch gar nicht? Alles in die Kommentare. Ich würde mich super freuen, wenn ihr liked. Und das war's dann mal wieder von mir. Einen schönen Abend, Tag oder Nacht. Und ich sag mal ciao, Leute. Bis bald.